Elk Country. Und damit zurück, willkommen zurück zum Elk Review. Hallo zu allen da draußen, genau, ja. Hallo. Willkommen zu Elk Country, ja. Es ist Montag. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, Tarek, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Fangen wir jetzt einfach mal mit der Story an und machen dann den Bildungsauftrag? Machen wir dann Trivia, okay, das machen wir dann danach. Guck mal, heute ist alles anders hier. Heute ist alles anders hier. Also, mit welcher Story fange ich an? Mit den PJs oder mit dem Auto? Das mit dem Auto, ja, Vincent, und dann Vincent die PJs. Weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Storytime heute, Storytime. Henrike weiß das alles schon, oder warum weiß Henrike schon, was auf sie zukommt? Henrike war schon vieles, schwanger, was du nicht weißt. Henrike war schwanger mit all diesen Storys. So wie jede Woche bin ich schwanger mit irgendwelchen Storys. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen, nur weil ich mal 5 Minuten zu spät zu einem scheiß Termin gekommen bin. Ja, nur weil du mal 5 Minuten zu spät kommst. Okay, Storytime. Storytime, ja, bitte. Bitte, Alex, hol uns hier raus. Also, jetzt, ja. Neulich Nacht denke ich mir nichts Böses. Mitten im Schlaf werde ich wieder wach gemacht von einer schreienden Katze aus dem Innenhof. Oh nein. Die sagt, dass sie wieder nach oben möchte. Man hört das, ne? Das ist die, Mama, ich will hoch, Mama. Alex, wie Katzen das so machen. Tarek ist auch ja. Gone. Ah, die sind gefroren. Ich dachte, Tarek guckt einfach. Tarek, nee, genau. Nee, Tarek nee, guckt einfach nur nee, so. Nee, das ist weg. Jetzt ist Tarek wieder da. Ja. Ah. Ihr wart weg. Was ein Cliffhanger. Schreiende Katze im Innenhof. Schreiende Katze im Innenhof, die sagte zu Mommy, sie möchte gerne wieder nach oben. Anyway. Also, wie ich so bin, PJs angezogen, Hosen angezogen und dann halt 3 Stockwerke runter. Bup, 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 rede schon auf im Treppenhaus mit der Katze. Ja, ich komme ja gleich. Ja, ich bin ja gleich da. Wie du das so machst, ne? Und klar. Dann ganz unten, bevor ich die Tür aufmache, der Nachbar von unter uns. Und ich schrei noch. Vorsicht, nicht erschrecken, keine Panik. Weil Alex halt um 3 Uhr morgens im dunklen Treppenhaus in Pyjamas rumläuft. Man weiß ja nicht, kriegt man dann eine gepfeffert oder der Mann hätte jedes Recht gehabt, ne, wenn er sich zu Tode erschrocken hätte, mich halt anzugreifen. Und er so, oh Gott, man denkt sich nichts Böses. Die Katze völlig verwirrt, der Nachbar völlig verwirrt. Ich in Grund und Boden geschämt, wie ich da halt angetreten bin, morgens um 4 Uhr. Und der Mann dann halt 2 Treppen hinter mir hoch, die Katze völlig gaga. Am Ende des Abends war, glaube ich, keine Ahnung. Und dann Tarek hat ihn neulich auch getroffen bei so einer ähnlichen Aktion, auch wieder die Katze von unten abholen. Da sagt er zu ihm, was sagt er zu dir? Da sagt er, ja, ich hatte ja neulich eine unheimliche Begegnung im Treppenhaus. Eine Begegnung der dritten Art. Nein. Ja. Der dritten Art. Ja. Was für PJs mal abgesehen hattest davon, du an, dass, Alex? Dass man, das ist die wichtige Frage, genau. Ja, also es ist ein Nur weil ich mein Einhorn-Onesie getragen habe. Nein, ich habe kein Einhorn-Onesie, beziehungsweise noch nicht. Noch nicht? Amazon Wishlist, findet ihr in der Bio. Ja. Ich hab Alexa, so kauf ein Einhorn-Onesie. Das weiß sie. Oh, das wäre doch jetzt der Moment gewesen, um zu scheinen, Alexa. Ja, so vor allem 1000 Alexas in der ganzen Republik haben jetzt gerade einen Einhorn-Onesie bestellt. Anyway, so ein billiges H&M-T-Shirt aus der Männerabteilung und eine Blümchenhose von H&M aus der Frauenabteilung. Okay. Okay, da verstehe ich jetzt aber nicht, warum er da jetzt hier so ein... Ja, wo ist die dritte Art? Nee, genau. Er hat mein Gesicht gesehen und die Haare und alles. Ich sah aus, als ob ich gerade einen Autounfall gehabt hätte. Ich glaube, es ging weniger um ihr Outfit. Es ging darum, dass die Frau um 4 Uhr morgens im dunklen Treppenhaus durch die Gegend wandert. Und mit der Was Katze hat sein Nachbar so früh oder spät im Treppenhaus gemacht? Das könnte er man sagt, ja er kam gerade von einem Kumpel. Mhm. Wie man das halt so macht um 4 Uhr morgens. Ja, siehst du, Alex ist auch gekommen, um Sie den Kumpel abzuholen. Ja. Richtig so. Ja, okay. So. Und jetzt? Wo ist das Auto? Ach so. So, und jetzt Auto. Wir haben beschlossen, wir kaufen uns ein Leichtkraftfahrzeug. Ein Leichtkraftfahrzeug. Ich mach die Arme noch nicht ganz hoch. Nee, bleib so. Also, Leichtkraftfahrzeuge.
Ein Leichtkraftfahrzeug. Ja, na, ein Leichtkraftfahrzeug. Ja, was ist das? Nimm mal ein Beispiel. Nee, das weißt du nicht? Das Alexa, was ist ein Leichtkraftfahrzeug? Vielleicht hat einer von euch die Kopfhörer nicht an. Ja. Nee, haben wir alle. Soll ich also, das jetzt googeln? Nein, das ist schon okay. Also, siehst du, das wäre doch jetzt mal ein Rätsel gewesen, Tarek. Ja. Das sind könnt diese... ihr bitte auflösen? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, jetzt... Das Leichtkraftfahrzeug, wie schnell kann das fahren? Das ist jetzt die Quizfrage. Oh, nee, das ist mir völlig egal. Ich will jetzt wissen, was für ein Gerät das ist. Das kann 30 km/h fahren, sag ich. Kauft ihr euch diese, ihr kauft euch dieses Rollerding, ne? Von wir Opel. Kaufen, ja. Ja! Ja, so. Den, ich denke, es wird, also wenn das Ding einigermaßen besteht bei so einer Probefahrt. Wir machen erstmal eine Probefahrt. Unnormalit. Unnormalit. Warum? Wenn wir dann damit über die Autobahn cruisen. Nee, wir können damit nicht auf die Autobahn. Das dürft ihr nicht. Ja, ich hab 61. Ich bin ein Rebell. Genau. Nein, aber das ist unnormal geil. Man hat da zwei Sitzplätze oder nicht? Ja, glaube ich. Dort, zwei Sitzplätze, ein Auto mit zwei Sitzplätzen. Nein, aber das kostet ja unglaublich. Das ist ein Leichtkraftfahrzeug. Nein, ich also weiß, es ist wie ein Scooter mit zwei Sitzen. Und einer Frontscheibe. Ja. Und einer Scheibe. Das macht ein Auto Sinn. Mit einer Scheibe? Ist da ist, glaube ich, auch eine Heizung drin. Ja. Ja, aber die verbraucht ja Batterie. Egal, ihr könnt also ja immer laden. Einfach nur frieren. Ja, genau. Ja, hey, das könnt ihr doch an jeder Ladesäule laden. Da gibt es einen Adapter dabei, damit auch ein bisschen zwei Stecker passt. Genau. Richtig, richtig. Geil. Total geil. Der Plan das macht ist, total Sinn. Ergibt total Sinn. Ja. Ja, man kann sowieso nicht schneller fahren in Berlin, weil irgendwas klebt immer auf dem Boden und so. Genau. Wow. Hey, Alex ist durchgängig zuständig für die, Samen, wo wir dann gefleckt werden. Ja, sorry. Also kontinuierlich. Ich liebe dich, Alex. Deswegen bin ich befreundet mit dir. Ich liebe das. Ja. Ich kaufe noch eine Powerbank dazu. Ja. Können wir unterwegs auch aufladen. Ja, wir haben übrigens schon nachgeguckt, wie wir die Batterie austauschen können, wenn das Ding aufgibt. Ja, Alex sucht schon nach Ersatzteilen, noch bevor wir das Ding überhaupt Probe gefahren sind. Ja, so muss ja, das und sein. Die Versicherung ist ja sehr günstig, ne, weil es ja eine Mobilversicherung ist. Deswegen, das ist der Hauptgrund gewesen, ne? Ja, also für hier zum Büropendeln. Der Hauptgrund war die Versicherung? Ja, nein, aber auch, der Hauptgrund, warum wir uns hier für die Innenstadt nicht ein Auto kaufen, ist, weil wir das nicht unterhalten wollen, ne? Und das Ding hat und gibt uns 4 Räder und 2 Sitze und kostet halt Regenschutz. So gut wie nichts an Versicherung, ne, im Vergleich zu einem richtigen Auto. Ja, und auch sonst ist ja sehr günstig im Vergleich zu einem normalen Pkw. Absolut. Ja. Und es bringt uns von A nach B, so wie wir es halt brauchen. Also für unsere kleine Innenstadtfahrt hier ist das halt perfekt. Ne? Ja, wir werden damit jetzt nicht irgendwie Roadtrips nach München machen, aber... Scheißegal. Ich finde es ganz toll. Wirklich. Ja. Wisst ihr, wie ich finde? Ganz toll. Ganz toll. Ausgezeichnet. Ja. Ausgezeichnet könnte man auch sagen, ja. Toll. Fun Fact, Tarek hat noch nie ein Auto besessen. Aber das wird jetzt das erste sein. Aber wird er sein. Ja auch nicht. Ja, okay, streng genommen wird das auch immer noch nicht. Daran wird sich nichts ändern. Aber hat Tarek schon mal ein Leichtfahrzeug besessen? Nein, hat er noch nie. Ein Elektro-Kleinfahrzeug hat er besessen. Mein Scooter. Nee, das ist anders, das ist ein Zweirad. Also ich finde es ganz toll, dass ihr euch dafür entschieden habt, dass wirklich, ihr wisst gar nicht, das ist so weird, dass mich das glücklich macht, das macht mich glücklich, ich finde es ganz toll. Prädikatprinzen glücklich gemacht. Aber warum macht es dich glücklich? Das würde mich ja jetzt interessieren. Ich bin einfach großer Mobility-Fan, das weiß ja, glaube ich, auch jeder oder jede, die mich so ein bisschen kennt. Und jede Person, die sich für individuelle Mobilität entscheidet, macht die Welt elektrische Individualmobilität entscheidet, macht meiner Meinung nach die Welt ein bisschen besser. Außerdem wollte Vincent so ein Ding schon immer mal fahren. Und will mit ich uns wollte mit unbedingt mal eine Probefahrt mitmachen. Genau. Ja, will er mit nehmt uns doch einen Vincent Parkplatz bitte mit. Nehmt cruisen. Ihn doch bitte mit. Nee, das klappt Probe nicht, weil da muss ja einer draußen warten. Also das wäre ein bisschen naja, dumm. Naja, dann macht er immer Wechsel. Und dann also ich habe mich noch nie an solche, kann man ja eigentlich nicht laut sagen und schon gar nicht auf Band, aber ich bin auch schon mal als 5. Passagier irgendwo im Auto mitgefahren auf oder mal Dach. Im Kofferraum oder nee, auf dem Dach habe ich noch nicht also gemacht. Also bei vielen das Autos können aber auch 5 Leute mitfahren. Ja, das war aber schon im anarchistischen Modus. Das ja, war nicht, in den Opel E-Rocks kriegen wir auch 5 Leute rein. Richtig. Also mindestens 5 Katzen. Rocks E. Electric. Opel Rocks Electric. Rocks E? Heißt er nicht E-Rocks? Nein. Nee, Rocks E heißt er, glaube ich, oder? Ewoks.
Ewoks. Nee, nicht Ewoks. Oh, ich sehe schon die Folierung. Also auf jeden Fall, ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob wir den in diesem hässlichen Grau lassen oder ob wir irgendwas anderes daraus machen. Keine Ahnung. Nee, doch, natürlich, das Grau ist voll geil, hä? Kennt ihr dieses Auto aus Dumm und Dümmer? Nein. Habe ich jetzt nicht vor Augen. Fine, I don't aber need das to know. Möchte ich auch nicht haben, jetzt, wo du es so sagst. Danke, Alex, perfekt. Ich jetzt an Editor, Nachricht an Editor Tarek, bitte blende hier das Auto aus Dumm und Dümmer ein. Oh, Jesus Christ. Also, mir wäre eher danach, wenn wir, keine Ahnung, so einen Stormtrooper-Dring daraus machen oder einen Vader-Dring daraus machen oder irgendwas in der Art. Wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Jede Form von Modifikation wird vom TÜV bestimmt sofort verboten. Aber das Schöne ist, dieses Ding muss nicht zum TÜV. Exhibit macht euch da noch einen Fernseher rein und so. Oh ja, Pimp My Ride. Gibt's das noch? Officially Pimp My Ride. Ja, macht den Pool ins Ding. Ja, ich habe das so gerne geguckt früher. Das müsste eigentlich Vinzents Sendung gewesen sein, aber hast du das noch mitgekriegt? Ja, das war mir zu unkonventionell. Ich stehe ja nicht auf so, ich stehe ja sehr so auf, ich bin ja großer VW-Fan, weiß ja auch jeder. Warst du damals schon mit, weiß ich nicht, 10 Jahren? Ja. Okay. Ja, und deswegen war das mir immer zu, das ist halt nicht der Sinn von Mobilität, Alter. Du brauchst keinen Whirlpool in deinem Van, weil dann ist der Verbrauch riesig. Hä, aber es geht ja auch nicht ums Brauchen, aber... Verbrauch ist riesig. Besser haben als brauchen. Ja, aber das... Hallo? Nein, also nochmal, Leute, ich finde das ganz toll, wirklich. Also ich finde, und was ist da die Timeline? Habt ihr da schon... Guck mal, die haben wieder gestanden, die haben uns wieder kurz nicht... Ja, da sind wir wieder. Genau, jetzt habt ihr auch gestanden. Wir wollten habt ihr eine Timeline? Eine Teil, diese, das Autohaus diese, hat genau dasselbe Familie. Gesagt. Liebe Opel-Zuhörer, Opel, wir haben uns Opel. Wir haben uns überlegt, es zu kaufen. Das heißt, irgendwann in den nächsten 15 bis 18 Jahren. Das ist nicht witzig, Tarek. Überhaupt nicht witzig, nein. So wie ich euch kenne, ist das jetzt so eine Art Fork-Entscheidung. Ich glaube, ihr werdet das jetzt buchen morgen, weil ihr seid hyped. Ja, wir können sogar online bestellen. Was soll der Scheiß? Am Wochenende machen und genau, und dann bloß nicht zum Händler, sondern dann wird online bestellt. Und dann, ich hab's probiert. Der im Prenzlauer Berg liefert nicht. Sagtest du ihm, das ist eine Ad-Hoc-Entscheidung? eine Ad-Hoc-Entscheidung, aber auch Ad-Hoc und E-Rocks, wie wir ja jetzt gelernt haben. Oh. Wow. Also. Oh, Jesus. Also, die Frage war, wie sorry. Ich hab so eine Reihe an Fragen gekriegt vom Opel-Haus. Wie wollen Sie gern finanzieren? Wann planen Sie die Anschaffung? Gekauft, zack. Ja, genau, zack, fertig, habe ich auch geschrieben. Dann, wann planen Sie? Das war die Antwort, zack, fertig. Ja, zack, fertig, was soll denn das? Ja, Finanzierung. Ja, dafür ist er dann auch zu günstig, muss man ehrlich sein. Ja, aber das ist doch albern. Ich finanziere doch nicht die nächsten 12 Jahre ein Auto, was 8.000 Euro aber die Zielgruppe sind ja auch eigentlich 16-Jährige, oder nee, 15-Jährige, glaube ich sogar. Ja, ich bin halt nie mature geworden, so ist das Leben. Gibt es da so, genau, also apropos Konfigurator, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe da gleich eine Frage. Alles gut. Ja, sag. Ich wollte euch fragen, ob es da auch noch Konfigurationsstufen gibt. Also könnt ihr den E-Rocks auch noch irgendwie auf eine irgendwelche Weise, gibt es da Batteriegrößen, gibt es da Sitzheizung, was gibt es da und was gibt es nicht? Es gibt noch mit gelben Streifen und gelb und grauen Streifen, irgendwie so, keine Ahnung. So dieses Hellgrau ist ja ganz geil, sieht so ein bisschen aus wie war von For All Mankind. Ja, er sieht schon spacig aus, ich finde halt nur... Ich weiß auch nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht wird's also es gibt aber jetzt hier nicht so noch andere Konfigurationsstufen, dass man noch so Sachen machen kann. Nein, den Adapter müsst ihr aber dazu kaufen, sehe ich. Ja. Ja, wir haben auch noch andere Modelle uns angeguckt, andere Hersteller, andere Themen diesbezüglich. Ja, die Schweizer sind mir zu teuer und die sind mir auch zu schnell. Ja, die sind auch zu hässlich. Eine normale Versicherung. Diese Schweizer Dinger. Der Isetta ist schon schön. Der Isetta. Du sagst. Aber grundsolide Opel. Okay. Wolltest noch von irgendwelchen anderen Fragen, die gefragt wurden, erzählen? Ach genau, finanzieren. Wann wollt ihr? Genau, gibt es was in Zahlung zu geben? Habe ich gesagt, nö, hier wird nicht. ja, in nicht? Der Spree. Ja. Also. was war noch? Ach, keine Ahnung, warte, muss ich auf Handy gucken.
Okay, aber bevor wir jetzt alle unsere Zuhörer verlieren, die eingeschaltet haben, um was über Star Wars oder die den Bildungsauftrag. Oh ja, genau. 16 Minuten nach Start der Episode haben wir immer noch nicht geraten. Ja, aber so wir ist haben ja gesagt, wir machen heute alles anders. Trivia. Ja, heute ist alles anders. Oh. Damit. Oh. So, willkommen zur Trivia-Runde. Ich wäre dafür, dass wir das zweimal pro Folge machen. Das können wir aber gleich nach der Folge besprechen. Jetzt geht es erstmal in die Fragerunde. Die Fragerunde ist heute wieder vollständig, so wie letztes Mal auch. Sehr schön, ich freue mich. Ich stelle euch eine Frage. Ihr müsst sie beantworten. Ihr dürft nicht im Internet nachschauen. Ihr dürft aber alles benutzen, was so haptisch bei euch rumliegt. Bücher zum Beispiel, Magazine oder, weiß ich nicht, einen Leak aller meiner Trivia-Fragen, die ihr ausgedruckt habt. Ihr dürft euch untereinander besprechen und alle Fragen außer mir. Ich kenne die Antwort. Seid ihr bereit, diese Frage zu hören? Frage ich euch. Ja. Absolut. Sehr gut. Dann stelle ich sie nun. Und zwar geht es hier um ein Thema, das Henrike sehr gut kennt und Tarek und Alex, glaube ich, euch auch. Aber bald als Autofahrer werdet ihr es noch mehr kennenlernen. Es geht um Podcast. Achso, ich dachte rechts. Oh, okay. Die neue Straßenverkehrsordnung. Geht um Haftpflichtversicherung. Ich dachte auch, jetzt geht es um Verkehrsregeln. Nein, das wäre aber richtig geil gewesen, hätte ich das vorbereitet. So, aber ist leider nichts, geht um Podcast hören und so weiter und so fort. Und der Podcast, den gibt es ja schon sehr lange. Erinnert euch, ne? Es gibt ja die Podcast-App im App Store oder auf, wenn man sein iPhone neu hat. Ja, ziemlich lang, auch schon wesentlich länger als so Podcast groß ist. Weil eigentlich ist Podcast ja jetzt, ja, nur so Audio aufgenommen, ne? Ja. Das heißt also, klar, ja. Was wir uns jetzt fragen können, ist, seit wann gibt es einen Podcast eigentlich? Meine Frage an euch ist, wann wurde im aktuellen Sinne, also wie wir Podcast nun als Format verstehen, der erste Podcast aufgenommen und wo? 2004. Okay. Wie und wo? Im Studio. Ja, aber wo stand das Studio? In den USA. No, das ist aber sehr weit gefasst, Tarek. Ja, habe ich auch gerade gefragt. Ja, okay, lass USA, kann ja noch einen Bundesstaat sagen. Kalifornien. Okay. Alex? Wer ist als nächstes? Du. Henrike, die hat Kalifornien gesagt, aber noch keine Jahreszahl. Ja, Alex hat auch noch gar nichts gesagt. Ja, ich warte, bis du Kalifornien schon gesagt hast. Kalifornien, warte, Tarek hat 2004 gesagt. Ich sag Kalifornien 2007. Okay. Alex? 2013 Island. Okay. Also, wir haben es wieder hier sehr auseinander. 2004 in den USA. Was war das? Kalifornien. Dann haben wir nochmal USA, Kalifornien 2006. Und dann haben wir Island 2007, sorry. Und dann haben wir 2013 Island. Ist das richtig? Jawohl. Jetzt ist die Antwort 2006. Er hat sich versprochen. Island ist leider raus und auch das Jahr 2013 ist raus. Alex, damit muss ich leider, du wirst heute nicht gewinnen, das ist schon mal klar. Ist schon okay, ich krieg einen Opel Rocks. Fuck it. Das ist richtig. Das Land ist USA. Yay, wir haben gewonnen. Es ist nicht 2007, aber es ist 2004. Ich weiß. Und der Bundesstaat ist. Seid ihr bereit? Ja. South Carolina. South Carolina. Dort wurde nämlich 2004 von Dave Slusher, einem Radiomoderator, ein Podcast mit dem Namen Evil Genius Chronicles aufgenommen. Und das gilt als der erste Podcast, wie wir ihn heute kennen. Herzlichen Glückwunsch, Tarek. Ja, Tarek. Du hast eigentlich Tarek. Voll. Alex, das kam richtig von Herzen. Absolut. Hör mal lauter. Alle am Durchdrücken. Ich meine, wie so Affen, Henrike. Gleichzeitig. Die Äffchen in meinem Kopf, die machen auch die ganze Zeit. Also 2004 wusste ich tatsächlich. Ich wusste nicht mehr genau, welchen Podcast. Weil ich vor einer Weile schon mal, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema Podcast recherchiert hatte. Und dabei bin ich dann über sozusagen diese Funfacts gestoßen, dass 2007 ja das iPhone auf den Markt kam und das iPhone, das Release des iPhones sozusagen das Ende des iPods eingeläutet hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es schon den iPod. Hm. Und das Wort Podcast kommt ja genau aus diesem Ökosystem. Nein.
wo damals, wo man dieses Audioformat sich ausgedacht hat und diese App released wurde, die zum allerersten Mal von Apple halt vertrieben wurde. Und deswegen hat man gesagt, ey, das Ding höre ich mir auf meinem iPod an. Und deswegen ist es ein Podcast. Hinweis für Editor Tarek. Wow. Bitte eine Explosion über meinen Schädel hier machen. Denn ich bin völlig schockiert von diesem Funfact. Natürlich nicht. Aber ich möchte Hanfblätter über seinem Kopf sehen. Wegen Podcast. Jawohl. Nee. Aber, also Tarek, irre. Ja, vielen Dank für das Teilen mit dir. Du hast heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt einen E-Rock, du musst ihn aber selber kaufen. Yay. Warum haben wir keine Affiliate-Partnerschaft mit Opel? Genau. Fällt mir jetzt den hole ich mir ab aus. Können wir generieren. Den hole ich mir ab aus. China. Nein, wir wollen keinen Opel-Box China. Der E-Rox ist ja ein Stellantis-Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der kommt ja eigentlich, also ich weiß, wir haben schon alle Zuschauer sowieso und Zuhörer und so und Zuhörer sowieso verloren. Ich habe da auch ein bisschen verloren, sag ich ganz ehrlich. Ja, okay, komm, dann schnell zum nächsten Thema. Nämlich könnte ich dich Grand Admiral Thrawn, weil Henrike wollte ja jetzt Kapitel 1 vorstellen. Henrike wollte gar nicht. Nein. Niemand hört uns mehr zu, es ist vorbei. Nein, ich werde fürs nächste Mal wird es eine Präsentation dazu geben, die ist noch nicht fertig, aber sie wird kommen. Oha. Ich dachte, du sagst jetzt Pressemitteilung. Der offizielle Buchclub eröffnet. Wir machen das richtig. Richtig mit Pressemitteilung. Richtig. Henrike ist ja schon lange schwanger mit der Information. Ja. Henrike ist wirklich schon lange schwanger mit dieser Info. Wirklich. Die hat ja auch quasi die Idee dafür gehabt. Ja. Aber ich muss ja hier mit den Sorry. Nee, ich wollte nur ganz kurz reinwerfen als Teaser, was ich ganz spannend finde. Dieses Buch Heir to the Empire ist ja aus den 90ern, ne? Wann war es? 1991 oder so etwas. Und dort lernen wir tatsächlich schon, dass Han Solo und Leia ein Paar sind und Kinder bekommen. Oder ein Kind bekommen. Das heißt, dieses, Kylo Ren ist das Kind von Han und Leia und sowas. Das ist keine neue Information. Also das wussten wir sozusagen schon seit den 90ern. Okay, aber Moment. Aber niemand hat dieses Buch gelesen. Warte, muss ich kurz mit der Timeline einmal. Nein, das muss ich einmal mit der Timeline kurz checken, weil kann das stimmen? Kannst du das nochmal wiederholen, Tarek? Was? Han Solo und Prinzessin Leia sind doch ein Paar und machen ein Baby. Ja, das aber erst nach Episode 6. Ja, also die Baby-News ist quasi das Neue, weil dass die ein Paar sind, das weiß man ja seit den 70ern. Ja, aber dass sie mal rumgemacht haben. Das heißt aber ja nicht, dass sie so richtig und so, ne? Begegnung der dritten Art. Aber eine Frage, Moment, kann das denn zeitlich stimmen? Also denn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also 1991 ist Star Wars doch zu Ende gewesen. Ahsoka spielt ja nach Rebels. In Rebels kommt Vader vor. Das heißt also, es muss zwischen Episode 3 und Episode 4 stattfinden oder vielleicht auch Episode vor 6 meinetwegen. Zwischen Episode 3 und Episode 6. Was jetzt das Buch? Rebels, okay. Und Ahsoka spielt more or less unmittelbar nach Rebels. Und es ist da auch kein Hinweis zu finden. Nein. Ahsoka spielt nach Episode 6. Da ist doch das Imperium schon zerstört und alles. Ja, das ist jetzt meine Frage. Weil dann muss ich sagen, wüssten wir ja, wie Ahsoka ausgeht. Denn wenn das Buch anerkannter Lore ist und Darth Thrawn drin vorkommt, dann muss das ja nach Ahsoka spielen. Da ich nicht weiß, was in dieser Büchertrilogie mit Thrawn passiert, kann ich nicht wirklich einordnen, ob das jetzt erfordert. Vielleicht kann an dieser Stelle ja Flesi helfen. Der kann ja mal kommentieren. Leute, wenn das der erste Viele Podcast Grüße an gewesen wäre, dann gäbe es danach keine Podcasts mehr. Fällt mir nicht auf. Sorry. Okay, wir springen zu einem spaßigeren Thema. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Ja. Henrike und ich haben eine Sache mitgebracht und ich habe dann noch ein anderes mitgebracht. Und wir haben natürlich. Das werden wir jetzt gleich sehen. Nein, Henrike und ich haben natürlich was geguckt. Dazu muss ich dann erzählen, wozu ich sie gestern auch noch gezwungen habe. Und dann
bitte, jetzt ab 18 der Podcast. Ja, wer weiß. Nein, also es war ganz jugendfrei natürlich alles. Und dann hätte ich aber noch anzubieten, ich war in einer Kinopremiere. Mehr sage ich aber nicht. Tja. So, jetzt bin ich neugierig. Raus was damit. Willst du zuerst Bist dann, du dir Alex? Sicher, dass du das hören möchtest? Erst ja, entweder Henrike und meine Story. Jetzt pulle ich. Oder Option Nummer 3 ist, Tarik und ich müssen gleich definitiv noch kurz über Ahsoka sprechen. Das können wir auch zuerst machen. Nee. Warum dürfen die anderen nicht über Ahsoka sprechen? Doch, die dürfen auch, aber ich glaube, die haben keinen Bock. Naja, vielleicht über Ahsoka, aber nicht über Frauen. Weil mal, keine Ahnung, eine Runde shoppen oder so. Und so wie alle Hörer auch jetzt, die Ahsoka gehört haben. Nee. Aber ich sag nur, nachdem ich angefangen habe mit der Kinopremiere, gibt es kein Zurück mehr, dann müsst ihr euch das anhören. Jetzt erzähl doch endlich mal. Ja gut, also dann logge ich jetzt ein, Kinopremiere. Ich war in einer Kinopremiere am Samstag, Leute. Es ging um 12 Uhr los. Es ist die Premiere in Deutschland gewesen von dem zweiten Teil einer der größten Filme der Neuzeit. Es ist der zweite Teil von Paw Patrol. Ja, da war ich am Samstag. Warum ich da war, bleibt für immer ein Geheimnis. Hä, das erzählst du jetzt hier nicht? Jeder hat so seine eigenen Kinks. Also ich meine, ja, genau, kein Urteil und so, ne? Kein Movie-Shaming, bitte. Wir sind hier voll liberal. Jeden turnt halt was anderes an. Also. Ja, und bei mir, ja, nee. Also auf jeden Fall, ich war dort. Ich muss zugeben, dass ich zwischendurch potenziell eingenickt bin in dieser Premiere. Ich war auch sehr müde noch vom Vortag. Ja, Paw Patrol, worum geht's da? Da geht's um eine Stadt, Adventure City. In Adventure City, dort passt nicht die Polizei auf, sondern die Paw Patrol. Das sind ein Junge und verschiedene Hunde, die sprechen können. Die haben Zugang zu unermesslichen Ressourcen und technisches Know-how. Das ist unglaublich. Und die wachen ein bisschen wie die besseren Avengers über diese Stadt. Und eines Tages kommt ein Meteor, den sich eine verrückte Wissenschaftlerin an Land ziehen möchte, um seine magischen mehr oder weniger Kräfte zu nutzen. Das passt der Paw Patrol nicht oder vice versa, das passt denen nicht, dass die dann so mächtig wird. Und so entfaltet sich dann die Geschichte. Der Film kriegt von mir, ich glaube, als Kinderfilm eine 7 von 10. Als Vincent-Film jetzt 0. Weil das ist nicht so mega spannend für mich. Ja, kann ich also nicht so richtig bewerten. Es war ganz lustig, weil es waren dann nämlich auch die Stimmen eingeladen von manchen Leuten. Und dann haben dann so wunder zwei Leute interviewt, die dann halt gesprochen haben. Die es war ganz witzig, weil. Wie bitte? Haben sie auch gebellt zwischendurch? Nee, das haben die Zuschauer. Aber dazu sage ich nichts. Auf jeden Fall wurden die Stimmen eingeladen und dann wurden die interviewt. Und das war ganz schön, weil die haben mega das Fass aufgemacht, was diese zwei Stimmen anging, die interviewt wurden. Und dann stellte sich raus, dass sie legit nach der ersten Szene nichts mehr mit diesem Film zu tun hatten. Also wir haben voll mega lang mit denen gesprochen und dann waren die halt original so für so drei Lines im Film. Also deswegen, es war ganz schön. Es wurden auch Pressefotos gemacht. Ich war in der ersten Reihe, weil ich keinen Platz mehr gefunden habe. Und zwischen halt haufenweisen Eltern, meine Begleitung. Und ich wurde auch mehrfach gefragt, wo eigentlich unser Kind sei. War gut. Hast du gesagt auf Klo? Ja, das ist gerade da. Ah, da hinten, das siehst du gerade nicht. Nee, das, so wie wir Eltern. Wir sitzen getrennt voneinander. Nein, das Kind sitzt woanders. Wir wollten den Film genießen, deswegen haben wir das Kind woanders hingesetzt. Ja, genau. Nee, ja, genießen den Kinderfilm. Nein, auf jeden Fall möchte ich jetzt hier keine große Welle drüber machen, aber ich sag, wie es ist. Die haben sich dann ein bisschen komisch aufgestellt, diese Stimmen und so. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall auf den Pressebildern der deutschen Premiere von Paw Patrol. Das heißt, SEO-technisch, you gamed up your game, weil du wirst jetzt überall zu sehen sein. Elk also Patrol. Wenn ich dich jetzt mit vollem Namen Paw google. Elk. Ja, Mann. Ja. Könnte aber sein. Vincent, ich muss dich dazu darauf hinweisen, wenn du dem Film 0 Punkte gibst, dann heißt das im Grunde, dass das der schlechteste Film ist, den du je gesehen hast. Oh, danke, Tarek. Ja? Ja. Weil dann gibt es nichts mehr darunter. Das heißt, im Vergleich zu jedem anderen das Film heißt, jeder ist das der schlechteste Film, den du jemals gesehen hast. Ja, ich lieb's, dass dann gebe ich dem.
alle Nicolas Cage-Filme sind besser als Exakt. Ja, exakt. Vincent, bitte, jetzt überleg dir nochmal deine Antwort. Honestly. Also ich habe schon schlechtere Filme geschaut, aber es ist einfach auch nicht die Kategorie für mich. Ich gebe dem Film jetzt einen Stern. Einen. Ja, aber einen so Mitleidssterne Punkt. Wollen wir halt auch nicht, weißt du? Nein, aber ihr habt schon recht. Ich denke da gerade an verschiedene Filme, die ich in der Sneak Preview geschaut habe und die wirklich nichts waren. Ein Stern ist gerechtfertigt. Okay. War das denn eine Sneak Preview? Oder bist du... Nein, das war die offizielle Deutschlandpremiere. Nee, da brauchtest du also, ein Ticket. Okay. Das war ein bisschen verrückt alles. Ja. In welchem Kino war denn die Premiere? UCI, Alter, das war im Mercedesplatz UCI und die hatten alles abgeklebt, die haben dann eine riesen Box aufgestellt und so weiter und so fort. Wir kamen aus dem Film raus, leer. Alles war weg, Alter. Die haben in diesen anderthalb Stunden, diesen 90 Minuten, dieser Film ging, so krank, dass alles, oder 84 Minuten, glaube ich, waren es, so krank, alles, also ich weiß gar nicht, wie die es alles weggeräumt haben, aber es war, als wäre ich einen Tag später aus dem Kino gekommen. Wirklich, war verrückt. Abgefackelt. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war auf jeden Fall meine Geschichte, Paw Patrol. Henrike, was hast du denn gestern Abend gemacht? Erzähl doch mal. Ich fange mit dem schönen Teil an. Ja, mit dem schönen Teil. Jetzt bin ich sehr gespannt, welcher der schöne Teil ist. Ich bin dann auch gespannt, was der schöne Teil ist. Wir haben The Morning Show angefangen zu schauen. Oh, wow, wir auch. Nein, habt ihr die letzte Folge geguckt? Wir haben die ersten drei Folgen geguckt. Ah, wir Scheiße, haben nur die ersten zwei geguckt. Können wir uns nur bis dahin unterhalten. Also, wir können, Henrik und ich können ja mal so ein bisschen mutmaßen, was in der dritten Folge passiert, weil in der ersten fliegen sie ja zum Mond, in der zweiten werden sie gehackt, wahrscheinlich besteigen sie in der dritten Folge den K2, ist unsere Schätzung. Ja, Spoiler Alert für alle, die noch nicht reingeschaut haben. Ja, wie viel passiert einfach in den ersten zwei Folgen? Die haben Ahsoka geguckt, hab gesagt, so nicht. Ja, wir machen es anders. Also war wirklich verrückt. Also war wirklich wild, was da alles ist denn das, 60 Minuten? Ja, ja, genau. Das ist ein krass guter Start für die Staffel. Aber ich bin sowieso super, super geflasht von der Serie. Also ich liebe die, jede Staffel bisher. Ja, ist eine gute Serie. Ja, solid. Aber es war schon manchmal, dass wir uns angeguckt haben, so, seriously? Also auch gerade dieser Flug, dieser Flug ins All. Den hätten sie einfach abbrechen sollen. Die hätten einfach in der Produktion sagen sollen, an der Stelle bricht er halt ab wegen irgendwas oder so. Aber diese peinliche Show, ja. Und dann die Auflösung in der nächsten Folge, aber direkt am Anfang, das hätte man doch jetzt noch ein bisschen ausbauen können. Von den drei Staffeln ist es bisher nicht die beste Staffel. Ja, also ich deswegen auch dieses in der Folge 3 besteigen sie irgendwie den K2 oder keine Ahnung. Man hat das Gefühl, die wollen Titanic. Halt irgendwie alles jetzt gerade in diese Staffel packen und deswegen ist jede Folge ultra vollgepackt. Aber Tarik, besonders dich würde ich gerne mal fragen oder Alex eigentlich auch euch beide, was haltet ihr denn von diesem Elon Musk-Verschnitt, der da auftaucht? Ich finde, man kann nicht nur Elon Musk-Verschnitt sagen, sondern das ist ein Hybrid aus Bezos und Elon Musk und Branson und wie sie alle heißen. Und alle, die ihre penisförmigen Raketen da irgendwo aufstellen. Ja. Ihre big fucking Rockets. Ja, ja, also ich meine, ich glaube, er ist genau das. Ne? Er verkörpert halt einfach diesen Silicon Valley-Milliardär-Charakter, der irgendwie da ist und wichtig ist, weil er Geld hat, ne? Und damit halt dann irgendwie alles umwerfen kann oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob er am Ende, also ob das jetzt schon seine Rolle gewesen ist und damit sozusagen das gegessen ist oder ob da jetzt noch mehr kommt. Ne? Weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er nur so ein Mittel zum Zweck ist, um diese Story einzuleiten und eigentlich geht es um was ganz anderes, ne? Ich habe gedacht, da das halt, ja, Mark Hamm ist der Schauspieler, ich glaube, so heißt der. John Hamm. Das ist ja der Protagonist aus Mad Men. Ja. Habe ich gedacht, die Besetzung ist zu groß für eine Nebenrolle. Ich glaube, dass wir da den großen Antagonisten der dritten Staffel vorgestellt bekommen haben. Und es wird, denke ich, zu einem Showdown zwischen ihm und Alex Levy kommen, die dann wahrscheinlich sich irgendwie dann doch noch in das Board fuchst, in das sie so dringend möchte. Und ich denke, wir werden dann diese Balance von, wie heißt ihr Chef nochmal? Von Hello Tomorrow.
Übrigens, das Allergeilste, immer wenn er gesagt hat, ich schieße dich, ich sende dich zum Mond und ich setze dich in eine Rakete, dachte ich jedes Mal so, aha, da haben sie bestimmt am Set gelacht. Hat Henrike auch gesagt. Das war mein erster Gedanke. Ich so, warum spielt der denn jetzt nur noch in Serien, wo es darum geht, dass ja jemand zum Mond schießt? Also. Aber er macht das so gut. Ich liebe diesen Schauspieler so sehr. Er spielt das so gut. Aber ein guter Schauspieler. Ja, fantastisch. Und er ist übrigens John Hamm. Nicht mal. Nein, das ist Billy Kudrup. Ja, aber wir meinten jetzt noch den der andere. Anderen. Der ja, nee, John Hamm genau, ist der Elon Musk Bezos. Elon Bezos. Ja, genau, weil Vincent eben Mark Hamm gesagt hat. Ach so. Nicht zu wechseln mit Mark Hamill. Ja. Ja, also, was halte ich von dem Typen? Keine Ahnung. Ist er der Antagonist der dritten Staffel? Was glaubst du? Ja, das glaube ich schon. Du hast schon recht. Ich habe die ganze Zeit abgefeiert, wie es geschafft hat, wie Alex Levy es geschafft hat, aus jeder beschissenen Situation das Beste zu machen in diesen 3 Folgen. Ist euch das aufgefallen? Sie hätte fliegen sollen, hat sie nicht gemacht und hat eigentlich die intelligentere Story halt genommen, da in Texas. Sie hätte Sybil interviewen sollen und hat das nicht gemacht und fängt sich deswegen nicht den bösen schwarzen Peter dann halt ein und so. Die hat es geschafft, jetzt durch die Bank weg in diesen ersten 3 Folgen alle Shit-Shows zu navigieren. Das finde ich eigentlich am geilsten, inhaltstechnisch. Alex, bist du eigentlich sehr stolz darauf, dass du in einer der ersten Country-Folgen bereits UBA Plus als riesen Streaming-Plattform definiert hast und wir da gelacht haben, weil es nur so eine Side-Story war und am Ende des Tages es aber nun in dieser Staffel komplett um UBA Plus geht? Das ist quasi UBA Plus. Die Staffel heißt UBA Plus. Ja, das glaube ich auch. Ein wenig, ja, ein wenig. Kannst du auch. Mhm. Ich habe ein bisschen eine Nase für solche Sachen. You said it first. Ja, offensichtlich. Wir haben es auch auf Band vermutlich. Ja. Haben wir im Podcast drüber geredet? Ja, aber es hört keiner, weil niemand. Haben wir, Podcast, wir haben im Podcast drüber geredet. Ach so, okay. Ich habe noch eine Frage an Vincent. Bitte. Würde er einen Opel Rocks fahren? Tarek. Wie jung war John Hamm, als er seine erste Schauspielerrolle gehabt hat? 21. 3. Boah, das ist jetzt sehr schwer. Vielleicht war der so alt. 21. Also in Mad Men ist er auf jeden Fall schon nicht mehr ganz jung, denn das ist ja der ganze Vibe von dem Charakter. 26. John Hamm war 6 Jahre alt, als er Winnie the Pooh gespielt hat auf einer Bühne. Winnie the Pooh. Nein. Ja, verrückt. Das war ich mit meiner 3-Jahres-Schätzung. Ich hätte mal da bleiben sollen, dann hätte ich jetzt gewonnen. Tja. Schade. Jetzt 6 Jahre alt, John Hamm. Okay. Ja, jung übt sich. Ja. Wir haben noch eine Serie geguckt, die haben wir schon längst vorbeigeguckt. Lioness. Die haben wir angefangen und sind schon durch die erste Staffel durch. Und wir sind nicht dazu gekommen, überhaupt mal in dem Podcast darüber zu sprechen, weil wir immer so viele andere Themen haben. Ja, Lioness ist... Lioness? Alex, willst du erzählen, wie du Lioness gefunden hast? Ja, Lioness ist eine Special Ops Truppe vom FBI gemischt mit... CIA, my bad. Immer alle Keywords auf einmal sagen, damit auch alle Abkürzungen MFG und so. Bomb. Bomb. Genau so. CIA gepaart mit Special Forces, wenn ich mich nicht ganz irre. Und der Clou ist bei der ganzen Geschichte, es geht um Frauen, die halt Bösewichten zur Seite stehen. Deswegen heißt das ganze Ding Lioness. Getargetet werden die Frauen und über die Frauen kriegt man dann raus, wo sind die Bad Guys. Und wenn man rausgekriegt hat, wo die Bad Guys sind, inklusive Frauen und Co., dann wird einmal alles drohnenmäßig in die Luft gejagt und man hat das Problem aus der Luft erledigt. Also es geht um Terroristen, es geht um internationale High-Class-Terroristen. Yeah, that was the fact they needed, yes. Leadership von Al-Qaida und so, solche Sachen. Und dann statt zu warten, bis man sie irgendwo in irgendwelchen Löchern findet, irgendwo, nähert man sich über die Frauen an die ganze Geschichte dran. Das heißt, sie haben halt so Special Ops, eine Special Ops-Frau, die dann passend die Sprache spricht, passend trainiert ist und so weiter und so fort. Und wer die weibliche Hauptdarstellerrolle spielt,
ist Zoe Saldana, die quasi von der Army für den CIA unterwegs ist. Und die zweite Hauptrolle, die eher, ich sag mal, im Policy-Bereich unterwegs ist, Policy-CIA-Bereich unterwegs ist, ist Nicole Kidman. Und Morgan Freeman spielt auch mit. Morgan Freeman spielt mit. Gott ja, also voll hochkarätig besetzt. Sehr, sehr gut gespielt. Nicole Kidman ist nicht gut gealtert, auch wenn sie schon lange nicht mehr in der Sonne war. Ja, was gibt es ansonsten noch darüber zu sagen? Zoe Saldana macht einen echt geilen Job bei der Serie, muss ich sagen. Ja. Also die Serie ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, dass irgendwelche Leute ins Weltall fliegen oder keine Ahnung was. Ne? Also es ist schon so eine, in Anführungszeichen, Standardserie. Aber sie ist sehr, sehr gut geschrieben. Sie ist Folge für Folge spannend. Ja. Obwohl eigentlich nicht viel passiert. Ne? Also es dreht sich die ganze Zeit nur um diesen einen Plot. Da wird halt jemand, also ein, so eine Undercover-Frau wird eingeschleust bei den Terroristen und muss halt die Familie des Terrorfürstes infiltrieren. Ne? Viel mehr ist da nicht. Das ist sozusagen die Gesamtzusammenfassung. Aber sie schaffen es halt von Episode zu Episode, das so spannend zu halten, dass man tatsächlich wissen möchte, ne, wie geht's weiter. Ne? Es ist so ein bisschen Psychoterror, weil alle natürlich unter Stress stehen. Es geht um Leben und Tod, weil wenn sie halt nicht da wieder rausgezogen werden kann, ne? Wie Alex gerade gesagt hat, im schlimmsten Fall muss dann halt alles zerbombt werden, weil sie halt die Terrorfürsten unbedingt irgendwie erwischen müssen und so. Ne? Also es ist High Stakes und sehr, sehr spannend gemacht. Wo kann man das streamen? Paramount, oder? Ja. Ah, ja. Ja, Leute, also ihr seid ja die Ersten in Deutschland mit einem Paramount-Abo. Ja. Ja, vielleicht leider nein, man muss Vorreiter, UBA, UBV. Genau, auf UBA Plus kannst du streamen. CBS, CIA. Okay. Oh, CIA-TV. Ich habe heute zwei Sachen gelesen, das wollte ich euch mitteilen. Habt ihr bestimmt auch schon auf dem Schirm, aber passt halt in diese Runde. Einmal habe ich auf TikTok heute die Werbung eingespielt bekommen, dass am 6. Oktober ja Loki Staffel 2 losgeht. Das wird so geil. Freuen wir uns ja alle sehr drauf. Und? Und ich habe gelesen, dass Netflix jetzt verkündet hat, dass jetzt Schluss ist mit DVD-Versand. Und ich dachte so, jetzt erst? Also, das ist ja jetzt komplett eingestellt. Ja, die hatten jetzt wahrscheinlich noch so einen Hausmeister irgendwo im Keller. Ja, da gab es scheinbar noch irgendwelche Optionen, dass das ging. Aber seit heute officially over. Oh, aber ganz, ganz wichtig, wenn Netflix jetzt den DVD-Versand einstellt, heißt das, dass die Aktien von Blockbuster wahrscheinlich wieder hochgehen, oder? Vor allem, weißt du, dass Blockbuster inzwischen wieder eine Webseite hat? Nee. Oh ja. Blockbuster ist demnächst wieder da, ich sag's dir. Interessant. Aber apropos Blockbuster. Ja. Tarek. Was gucken wir als nächstes? Letzte Episode Ahsoka. Och nee. Ja. You tell me. Nur weil du es nicht geguckt hast, Henrik. Du hast jede Chance, es zu gucken. Wir haben vorhin schon über Ahsoka, aber okay. Ja, komm. Wo? Wann haben wir über Ahsoka geredet? Ja, vorhin. Kurz. Also General Thrawn ist einfach mal blau vor Neid. Spoiler dort. Uff. Das ist kein Spoiler. Sorry, Leute. Das ist wirklich Wie gut ist General Thrawn bitte dargestellt? Es ist der erste Charakter, bei dem ich denke, ja, so habe ich dich mir vorgestellt. Wobei ich ja ganz krass finde, als das Internet noch spekuliert darüber hat, wer Grand Admiral Thrawn spielen wird, haben ja ganz viele irgendwie halluziniert, dass das, wie heißt der, ich bin so schlecht mit Namen. Michael Jackson. Nein. Prince. Wow. Dr. Strange. Batman. Benedict Cumberbatch. Und es gibt ganz viel Fanart im Internet, wo sie Benedict Cumberbatch blau angemalt haben mit roten Augen, weil sie alle davon ausgegangen sind, dass er mit seiner Benedict Cumberbatch-Stimme, ne, der perfekte Grand Admiral Thrawn hätte sein können. Und deswegen gibt es, glaube ich, gefühlt mehr Bilder mit Benedict Cumberbatch. Was ist denn mit dem Internet bei Tarek und Alex? Ich weiß es nicht. Los? Es könnte sein, also wir hatten jetzt letzte Woche tatsächlich ein paar Probleme mit dem Internet, das hatten wir sonst nie. Also es könnte tatsächlich was sein, wo bei uns hier ab und zu mal das abhackt. Schade drum, immer diese Cliffhanger. Stehen geblieben bei President Thrawn. Genau. Und Alex, als ich nach Bildern gesucht hatte von, ich weiß da, wie heißt den er? Buchclub. Mikkelsen.
der andere Mikkelsen, nee, der andere, Bruder, der Bruder Mikkelsen. Von Mads Mikkelsen. Und Admiral Thrawn habe ich mehr Bilder von Benedict Cumberbatch als Admiral, Vice Admiral, Quatsch, Grand Admiral Thrawn. Grand Admiral. Ja. Ja, Benedict Cumberbatch. Aber den hat Disney nicht bekommen. Ah nee, warte, den hat Disney ja schon. Nee, Disney der wollte, hat den der schon. Wollte nicht Thrawn sein. Vielleicht wollten die ihn auch nicht als Thrawn lassen. Weil ich finde, wirklich? Der, den sie da gewählt haben, ein hervorragender Schauspieler für diese Szene, für diesen Charakter. Tolles Bühnenbild. Der Planet, auf dem sie da landen, irre gemacht. Irre gemacht. Die Bene Gesserit-artigen Hexen, die dort leben, irre. Ich habe natürlich auch wieder Reels dazu geguckt, was das für ein Planet ist, warum die Hexen da sind und so weiter und so fort. Total geil. Es ist, und dann dieses unheimliche, also der Art Direction ist so krank, was diese Klonkrieger angeht, wie die aussehen. Es ist irre. Ja, also sieht Leute, so ein sorry, aus, als ob man mit Journey mit japanischen Keramiken gepaart hätte. Ja, wirklich. Ne? Also ein bisschen. So, ja. Ein bisschen. Es gibt Theorien im Internet, die Klonkrieger, die tragen ja alle so als so ein bisschen so Art Verbände, aber auch so generell, ja, die Farben der Hexen, der Mother. Was aktuell andeutet, dass das natürlich Untote sind, die von der Mother von den Mothers re-erected wurden. Sabine, scheißegal, oh können wir vergessen, Gott, brauchen wir nicht mehr. Das alles mal in einen Satz und das und dann, sind Muttersöhne. Und dann die dieser geile. Star Destroyer, den die da, also sorry Leute, das ist ein derartig geiles Folge gewesen. Ist ja beste Folge. Wenn der Rest der Serie so bleibt, ist das eine Premium-Serie. Tarek. So, aber ich freue mich jetzt auf Dune. Dune könnte jetzt auch kommen. Genau, ganz kurz, ganz kurz die Hintergründe. Lars Mikkelsen ist der Name von dem Schauspieler, der Bruder von Mads Mikkelsen. Und ihr kennt Lars Mikkelsen natürlich auch, weil er auch schon seit langer Zeit Schauspieler hat. Unter anderem kennt ihr ihn als Viktor Petrov, der russische Präsident aus House of Cards. Ah, okay, ja. Eine sehr alte Serie, wenn du Vincent fragst. eine Serie, die ich nicht gucken kann. Also bloß kein Disney Plus Abo, kein Netflix Abo abschließen, das nur Werbung hat, wenn ihr unbedingt House of Cards gucken wollt. Und der Captain von Admiral Thrawn, der mit seiner komischen goldenen Maske, der ist übrigens auch von einem bekannten Schauspieler gespielt worden, was Danny sozusagen Craig. Schwer zu erkennen ist, weil er eine Maske trägt. Ja. Ihr habt wahrscheinlich nicht erkannt, wer es ist. Ich auch nicht, erst als ich nachgelesen habe. Ja. Sag sonst. Ihr kennt ihn die Stimme unter anderem. Ihr kennt ihn unter anderem als, ich glaube, er hieß Castor aus. Nein. Wie heißt der Film? Face Off. Was? Nein. Hunger Games. Ja. Das ist Castor aus Hunger Games? Yes. Nein. Ich glaube, der ist Castor, oder? Dieser Kameramann. Sick. Ja. Und ihr kennt ihn aus, falls ihr es gesehen habt, The Expanse. Nee, so eine Serie. Ich habe gehört, dass es da wohl sehr gute Bücher zu geben soll. Ich hab's gehört, genau. Aber ich weiß nicht mehr so viel. Er heißt Castor aus The Hunger Games und ich guck mal nach, wie sein Charakter aus The Expanse heißt. Speaking of The Hunger Games, da kommt er jetzt auch bald das Prequel. Ja. Gehen wir beide? Ja. Gut. Hä, wir nicht zu viert oder was? Was soll das denn jetzt? Nee, ich will, wenn ihr wollt das bestimmt nicht sehen, weil es ein Mädchenfilm ist. Ach Quatsch, Hunger Games. Wenn wir Paw Patrol gucken, dann gucken wir auch Hunger Games. Hunger Games, also doch, Hunger Games auch beste. Als ich freue mich ohnehin auf die Serie. Nee. Der Schauspieler heißt Wes Chatham und spielt den Charakter Amos Burton in The Expanse. Der Vollständigkeit halber. Der ist sehr cool, ich mag den. Ja. Gut. Hunger Games kommt Mitte Oktober raus, wenn ich mich nicht irre. Und ich brauche doch eine Ausrede, um wieder ein Kilo Popcorn in einer Sitzung zu essen. So schlecht geworden. Mir ist danach auch so schlecht gewesen. Mir ist so übel gewesen. Ja, Leute, aber ich muss auch zugeben, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Tarek und Alex haben halt auch wirklich das Ziel gehabt, eine große Popcorn im Film zu essen. Und zugegebenermaßen, es war ein langer Film, es war Oppenheimer. Ja, langer es war ein Film. Langer Film. Nie wieder. Aber trotzdem der Anspruch, dieser Anspruch, ein gesamtes Kornfeld zu essen, ja,
mit Butter und Salz ist halt doch heavy, Alter. Naja, bei Christopher Nolan. Und dann noch der 1,5 Liter Cola dazu. Also. Nee, aber Nolan, der sein eigenes Mais anbaut, da muss man ihm zuliebe doch in seinem Film ein ganzes Mais verkaufen. Ich glaube, es gibt in San Francisco oder so ein mega Hipster-Café, wo es halt Nolan-Mais gibt. Ach so? Das solltest du uns mal schicken. Das ist eine Frage. Das war die Frage. Das war. Achso. Da wären wir sonst natürlich hingefahren, ist ja klar. Naja, gut, so Leute, gut. Aber ich glaube, ist ein guter Punkt. Genau. Wir hören jetzt auf, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschalten. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier, liebe alle da draußen zu Elk Country. Wir freuen uns. Vergesst nicht zu abonnieren und eine Glocke dazulassen und sehen wir uns wieder. Bis. Bye. Tudelidu. Tschüss.